Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport. Wir spielen wieder den Formel 1 Manager 22. Mit Williams sind wir bereits in unserer dritten Saison und es gibt gute Nachrichten, denn das Design ist abgeschlossen. Wir haben ein neues Teil entwickelt, nämlich den Unterboden. Und da gehen wir jetzt natürlich gleich rein, bevor wir ins Rennen nach Spanien fahren. Wir haben ja gesehen, wir haben jetzt überall schon die zweite Version, nur beim Unterboden nicht. Und der ist jetzt endlich auch fertig. Allerdings müssen wir den natürlich jetzt auch noch anfertigen. Wir haben ihn entworfen, jetzt müssen wir ihn anfertigen. Und zeitlich gesehen wird das natürlich eng, wenn es nur noch 2 Tage bis Spanien sind. Aber ich würde sagen, wir wollen auf jeden Fall da den Notfall in Anspruch nehmen. 2 Teile sofort entwickeln. Kostet uns 1,5 Millionen, das macht nichts, das Geld haben wir, das werden wir definitiv machen. So, und dann würde ich sagen, werden wir beim Unterboden 2 weitere Teile entwickeln. Allerdings dann normal, das kann dann ruhig ein paar Tage dauern, 5 bis 10 Tage. Die haben wir dann einfach als Ersatz, kostet 300.000. Also der Unterschied im Preis ist schon enorm. Jetzt gehen wir auf die Autos und bauen den gleich mal ein. Beziehungsweise Quatsch, kein Entwurf, wir wollen den tauschen. Heißt also in Auto 1 einbauen und in Auto 2 einbauen. Und dann sehen wir jetzt, wie stark sich das verändert hat. Also wieder minimal natürlich die Verbesserungen, aber wenn du jedes Teil minimal verbesserst, hast du am Ende dann doch ordentlich eine bessere Karre, mit der du besser mithalten kannst. Wir sehen das ja jetzt eindeutig in der dritten Saison, was das bringt, das Auto zu entwickeln. So, jetzt haben wir natürlich wieder eine Projekt frei, eine Base, die wir machen können. Also gehen wir jetzt auf Entwerfen. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir überhaupt noch freie Tage haben. Ja, haben wir 1,6. Und hier unten hauen wir wieder die 20 Tage rein, beziehungsweise die 21. Und schon können wir jetzt auch den Heckflügel zum dritten Mal, beziehungsweise zum zweiten Mal ausbauen, sodass wir das dritte Teilstück sozusagen haben. Wir gehen natürlich wieder auf die hohe Geschwindigkeit. Das ist jetzt unsere Basiseinstellung, mit der wir alles hier durchgehen. Natürlich machen wir es wieder intensiv und die Ingenieure sind dann 2,5 Millionen, können wir uns gerade noch so leisten. Und das heißt jetzt, wenn wir auf die aktuellen Projekte blicken, wir entwickeln eben 2 Unterboden, beziehungsweise fertigen 2 Unterböden. Und beim Chassis, beim Frontflügel und beim Heckflügel handelt es sich jetzt um ein Entwurfsprojekt. Da wird das nächste, nämlich das Chassis, in 14 Tagen fertig. Und das wäre dann tatsächlich schon, ja, sozusagen Version 3 vom Chassis. Und wir machen auf jeden Fall jetzt noch von allen Teilen eine dritte Version. Da sind wir ja gerade jetzt schon dabei. Und wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir, glaube ich, wieder über in die Forschung, sodass wir für nächste Saison das Auto natürlich auch entsprechend verbessern können. Können wir beim großen Preis von Spanien um die Pole Position mitkämpfen? Es scheint fast so zu sein. Jetzt kommt die letzte schnelle Runde von allen Profis und aktuell ist Bottas erster, Norris dritter. Also der neue Unterboden scheint direkt, ja, seine Zwecke zu erfüllen und uns noch ein bisschen schneller zu machen. Zumindest was das Qualifying betrifft. Mit Bottas gehen wir jetzt gleich in die schnelle Runde rein. Wir spulen kurz vor, dass wir hier auch direkt reingehen. Jawohl, jetzt kommt die Kurve. Ja, wir sind aber direkt hinter Hamilton. Das ist ein bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, warum Bottas da so nah auffährt. Er fährt vorbei. Warum auch immer. Hat uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit gekostet, aber ja, Norris ist eher derjenige, der sich noch ein bisschen verbessern muss. Der kommt dann noch weiter hinten. Ich hoffe, der schafft es überhaupt rechtzeitig über die Linie. Wo ist er jetzt? Hier. Ja, hat es auch schon drüber geschafft, wenn ich mich nicht täusche. Genau, 7 Sekunden schon unterwegs. Wir gehen also wieder zu Bottas. So, wie sieht es aus mit dem ersten Sektor? Hamilton wird auf der 10 am Ende dieses Qualifying beenden. Das steht jetzt schon fest. Aber wo landen Boris und Bottas und Norris? Wir kämpfen ja gegen Red Bull und gegen Ferrari. Mercedes scheint wirklich Stück für Stück nachzulassen in dieser Saison. Russell sehen wir hier zum Beispiel gar nicht mehr in Q3. Und wir müssen jetzt eher damit rechnen, dass die McLaren immer besser werden. Denn das muss man echt sagen, in den letzten 2 Grand Prix hat sich das schon angedeutet, dass McLaren immer stärker wird. So, Norris fährt jetzt auf Hamilton auf. Ich hoffe, der bremst ihn nicht. Der erste Sektor war auf jeden Fall bei Bottas und Norris nicht gut. Im zweiten Sektor hat Bottas jetzt tatsächlich einen pinken Sektor gefahren. Also das deutet jetzt auf Pole Position für Bottas hin. Die anderen, Leclerc, Perez, Sainz, konnten sich nicht verbessern. Also es sieht danach aus, kann sich Verstappen verbessern. Ganz knapp, aber Bottas hat jetzt schon die Pole Position sicher. Es kann ihm eigentlich nur noch Norris die Pole Position wegnehmen.
Bottas konnte sich, glaube ich, nicht verbessern. Bleibt 6.000stel vor Verstappen. Wo landet Norris? Der kann sich auch nicht verbessern. Okay. Die letzte Runde hätten wir uns eigentlich komplett sparen können. Aber geil, wir starten auf 1 und auf 3. Da scheint doch in Katalonien hier jetzt einiges möglich zu sein. Bottas hat es also tatsächlich geschafft und Williams die erste Pole Position in dieser Saison beschert. Er wird mit den gelben Reifen starten und dann auf die weißen wechseln, genauso wie es auch Teamkollege Norris machen wird. Problem beim Norris ist eher, dass er nur 92% Setup-Vertrauen hat, während Bottas bei 99% steht. Also das haben wir irgendwie bei Norris am Ende im dritten Training ein bisschen verhauen, muss ich gestehen. Da bin ich wohl mit den Balken in die falsche Richtung gegangen, aber unterm Strich ist 92% Vertrauen immer noch ganz okay. Fahreroptionen, wie gesagt, immer auf Maximum stellen zum Start und da gehen wir jetzt auch direkt rein. Bottas ist vorne. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für eine Strategie wir fahren könnten. Wir könnten mit Norris versuchen, direkt den Herrn Verstappen zu überholen, um dann direkt eine Doppelführung zu haben. Das wäre vielleicht wünschenswert. Wir werden sehen, wie Verstappen startet. Norris startet auf jeden Fall besser, zieht direkt vorbei, so wie es aussieht. Also das ist ja ein absoluter Auftakt nach Maß und da würde ich sagen, können wir jetzt schon irgendwas verändern. Wir haben direkt die Doppelführung, das heißt, wir stellen bei Bottas runter auf aggressiv, mache Druck, neutral und hier fahren wir ebenfalls aggressiv, mache Druck, neutral und wir stellen bei Norris aber ein, dass er den Teamkollegen bitte nicht angreifen soll. Und so fahren wir jetzt die ersten Runden, also so schön sind wir noch nie gestartet. Das ist das erste Mal, dass wir die erste Runde in Angriff nehmen mit einer Doppelführung. Das gab es noch nie. Das ist ja allgemein erst die zweite Pole Position für Williams, seit wir hier Manager sind. Und wenn es uns jetzt gelingt, direkt eine Lücke zwischen Norris und Verstappen reinzuhauen, wenn das DRS dann erlaubt ist ab der dritten Runde, dann können wir hier einen Doppelsieg einfahren, Leute. DRS wird ja zur dritten Runde freigegeben. Und ich spiele jetzt gerade mit dem Gedanken, dass wir die zweite Runde richtig Vollgas geben, sodass Verstappen aus dem DRS-Fenster fällt. Und wenn DRS freigegeben wird, hat Verstappen von Anfang an kein DRS und wir können uns vielleicht schon beide absetzen. Das wäre jetzt meine Strategie. Deswegen gebe ich jetzt mit Bottas direkt Vollgas. Also wir werden eine Runde absolut Vollgas geben. Das ist jetzt mein Plan. Wir haben schon 6 Zehntel Vorsprung auf Verstappen und wenn wir jetzt eine Runde richtig alles rausballern, kann es wirklich sein, dass wir da die Lücke direkt aufmachen und dann ungefährdet einen Doppelsieg einfahren. Also mit dem plane ich jetzt zumindest mal. Und die Lücke geht sofort auf, Verstappen hat schon 1,2 Sekunden Rückstand. Also unser Auto ist wirklich unfassbar gut jetzt. Wir haben jedes Teil, wie gesagt, einmal ausgebaut und wir werden jetzt jedes Teil zum zweiten Mal ausbauen, sodass wir eine dritte Version von jedem Autoteil haben und das würde dann dazu führen, dass wir noch besser werden und dann erst beginnen wir das Forschen für die nächste Saison. Also ich bin absolut guter Dinge aktuell, was dieses Jahr angeht in Sachen KWM und Fahrer-WM. Schaut euch das an, Verstappen kommt nicht mehr hinterher, 2 Sekunden gleich schon Vorsprung. Also diese Möglichkeit, dass wir hier eine Doppelpole, muss man jetzt fast sagen, auch wenn es in Wirklichkeit für Norris der dritte Platz war, aber da du sofort am Start an Verstappen vorbeigehen kannst, ist unser Plan natürlich jetzt sofort, die Lücken aufzumachen. Leclerc hat die Softs, also der könnte, wenn er an Verstappen vorbeikommt, vielleicht nochmal angreifen und die Lücke zu uns schließen, aber ansonsten finde ich, sieht das Ganze jetzt sehr, sehr gut aus. Wir haben 2,5 Sekunden Vorsprung schon auf Verstappen und der wird auf jeden Fall jetzt kein DRS bekommen. Im Gegensatz zu Norris, und das ist gut, denn der hat, wie gesagt, schlechteres Setup-Vertrauen und ist allgemein ein bisschen der schwächere Fahrer. Wenn der jetzt jedes Mal DRS bekommt, kann uns das nur helfen. So, Norris schalten wir jetzt runter, überall auf die ausgewogenen Einstellungen und das gleiche machen wir jetzt auch bei Bottas. Und dann hoffen wir mal, dass wir die 3,3 Sekunden, die wir Vorsprung haben, jetzt auf jeden Fall bis zu unserem Boxenstopp halten können. Oh mein Gott. Das ist nicht dein Ernst. Schaut euch Bottas an. Wie souverän wir führen. Und was macht jetzt Bottas bitte? Er fährt einfach in die Mauer. Ach du Scheiße. Wir haben über 30 Sekunden Vorsprung auf Verstappen. Hoffen wir,
dass es sie nicht allzu sehr zurückhält. Eieieiei. Schauen wir mal ganz kurz den Stand an. Wir haben über 30 Sekunden, 40 Sekunden Vorsprung auf Perez. Jetzt kommt das Safety Car. Wir fahren jetzt natürlich mit Norris rein. Mann, ist das bitter. Wir bleiben auf jeden Fall in Führung. Aber Leute, wie bitter ist das bitte? Bottas scheidet aus. Wird damit keine Punkte holen. Und Norris muss sich jetzt alleine wehren gegen beide Red Bulls und beide Ferraris. Und der ganze Vorsprung von 45 Sekunden ist dahin. Klar, wir mussten eh noch in die Box, dann wäre der Vorsprung halt 25 oder 20 Sekunden gewesen. Aber das war ein absolut ungefährdeter Doppelsieg, den Bottas jetzt leider weggeschmissen hat. So, das Safety Car kommt rein. Es gibt jetzt einen Restart und wir werden jetzt die gleiche Strategie verfolgen, wie wir sie vorher schon hatten. Wir werden jetzt absolut Vollgas geben und hoffen, dass wir die Konkurrenz abhängen können. Und zwar bis zur dritten Runde nach dem Safety Car, denn dann gibt es das DRS ja wieder. Jetzt ist es erstmal für zwei Runden ausgeschaltet, so wie eben vorhin auch schon am Start. Und da hoffen wir jetzt natürlich, dass uns das Gleiche nochmal gelingt. Norris natürlich ein bisschen schwächer als Bottas, aber jetzt ist es wichtig, dass Norris zeigt, wie gut er ist. Jetzt darf er gewinnen und eigentlich wäre das ein ungefährdeter Doppelsieg gewesen. Ich gehe schon davon aus, dass Norris jetzt die beiden Red Bulls wieder direkt abhängen kann. Und dann erhoffe ich mir schon, dass wir hier dieses Ding nach Hause fahren. Konkurrenz übrigens auf benutzten Mediums unterwegs. Ich gehe fest davon aus, dass die nochmal reingehen müssen. Die können jetzt nicht 30 Runden mit den gebrauchten Mediums fahren. Also die müssen nochmal rein, wir müssen nicht mehr rein. Also allein das spricht schon für uns, aber ich möchte den Deckel jetzt ehrlich gesagt drauf machen, indem ich direkt zwischen uns und die Red Bulls eine Sekunde lege. Und das gelingt uns jetzt schon. Also wir können das Ganze relativ locker fahren. Schalten hier jetzt schon mal runter und werden letztendlich mit Norris in überhaupt keinen Zweikampf mehr verwickelt werden. Wenn wir dann bei 2-3 Sekunden Vorsprung sind und die Konkurrenz sowieso nochmal in die Box muss, dann können wir hier auch schonend einstellen, dass wir die Komponenten im Antriebsstrang schonen können für die nächsten Rennen. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen deprimiert wegen Bottas, muss ich sagen. Das wären sichere Punkte gewesen, das wäre ein sicherer Sieg für Bottas gewesen. In der Fahrer-WM wirft uns das natürlich ordentlich zurück, denn die Konkurrenz, die wird punkten. So, liebe Leute, wie erwartet ist die Konkurrenz nochmal in die Box gegangen. Wir führen souverän mit 28 Sekunden vor Perez und 35 vor Ricciardo und Ocon. Also da scheint sich eine Überraschung anzubahnen. Verstappen ist nur auf der 10, Leclerc nur auf der 16. Also unsere größten Konkurrenten scheinen genauso wie Bottas am Ende vielleicht gar nicht so fett zu punkten. Was wir jetzt machen werden aufgrund des großen Vorsprungs, ist, dass wir mit Norris jetzt einfach nochmal in die Box fahren. Wir holen uns frische rote Reifen. Wir haben zwar aktuell schon die schnellste Rennrunde, aber wenn wir uns jetzt frische rote Reifen holen und eine Runde nochmal richtig Vollgas geben, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die schnellste Rennrunde auf jeden Fall am Ende bekommen werden. Und genau das wollen wir schaffen, denn wir wollen der Konkurrenz hier keine Möglichkeit eröffnen, uns diesen Extrapunkt noch wegzunehmen. So, wir waren in der Box. Wir biegen jetzt ein in die Start- und Zielgerade. Es wird Runde 62 sein, in der wir versuchen, die schnellste Rennrunde endgültig zu uns zu holen. Perez ist natürlich jetzt rangekommen auf 7 Sekunden, weil wir in der Box waren. 16 Sekunden hinter Ocon und Ricciardo. Das könnte ja ein Mega-Erfolg werden für Alpine oder für McLaren, wenn sie hier aufs Podium kommen. Die Konkurrenz mit Verstappen und Leclerc hat sich hier ordentlich verzockt, so wie es aussieht, mit den zwei Boxenstops. Jetzt gibt es gelben Sektor 3. Ich hoffe mal, dass das kein Safety Car gibt. Nein, gibt es scheinbar nicht. Und gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass das jetzt unsere schnelle Runde nicht beeinträchtigt. Wie sieht's aus? Erster Sektor grün. Ich hoffe natürlich schon, dass das jetzt funktioniert und wir hier die schnellste Rennrunde holen. Denn den Extrapunkt, wie gesagt, möchte ich zum Beispiel nicht Verstappen oder Leclerc geben. Man weiß ja nie, was noch kommt in dieser Saison. Problem ist, Norris hat natürlich kein DRS auf dieser Runde. Zweiter Sektor ist pink. Das passt also und der dritte Sektor sollte eigentlich auch pink sein. Ihr seht auch, wie der Vorsprung auf Verstappen auf Perez steigt. Also wir haben schon ein Bombenauto und zwei richtig geile Fahrer. Ich freue mich schon auf die nächsten Rennen, wenn Bottas wieder mit dabei ist und wenn es vielleicht wieder ein bisschen spannender wird. Denn man muss schon sagen, dieses Rennen, ihr merkt es wahrscheinlich auch an der Länge des Videos, ist total ereignisreich. Wir fahren einfach vorne weg und gewinnen das Ding. So, das sollte jetzt auf jeden Fall die schnellste Rennrunde sein. Jawohl, die haben wir jetzt mit einer Zeit von 1:17.355. Nur zum Vergleich, Perez ist eine 1:19.561 gefahren, jetzt eine 1:19.560. Also das sind fast 2,5 Sekunden, die wir da schneller fahren.
Was wir jetzt natürlich machen ist, wir schalten runter mit unseren Einstellungen. Wir schalten hier auf Standard, hier sogar auf Sparen. Und hier gehen wir, ja, lass uns eigentlich überall, wir gehen überall auf das Niedrigste. Nur beim ERS gehen wir auf Neutral. Und dann können wir jetzt schön schonend das Auto nach Hause fahren und hier den nächsten Sieg einfahren. Aber es ist der erste Sieg von Lando Norris. Es ist eine Triumphfahrt für den Briten Lando Norris, der seinen ersten Sieg in der Formel 1 einfährt. Es ist für das Team Williams und ja, wir bauen damit, sage ich jetzt mal, unsere Führung in der Konstrukteurs-WM sogar noch aus, weil Verstappen nur 9. wird und Leclerc scheinbar nur 14. wird. Also unterm Strich sind wir trotz des Chaos-Fiaskos von Bottas noch als Sieger aus diesem Grand Prix herausgegangen. Wirklich absolute Top-Leistung von Lando Norris. Er holt sich auch die schnellste Rennrunde. Und damit können wir absolut zufrieden sein, was ihn betrifft. Bei Bottas ist es natürlich bitter, dass er das Auto so weggeschmissen hat und damit natürlich auch viele, viele Punkte verschenkt hat. Interessant wird es jetzt natürlich auch im teaminternen Duell, denn Bottas hat nur noch 2 Punkte Vorsprung auf Norris. Der liegt wiederum 37 Punkte vor Leclerc, der ebenfalls überhaupt nicht gepunktet hat. Also Leclerc hat die Chance wirklich überhaupt nicht genutzt, kommt ins Ziel, aber holt keine Punkte. Also Bottas und Leclerc, beide mit einer Nullnummer. Verstappen holt nur 2 Punkte. Unfassbar, das war auf jeden Fall der Tag für die Nummer 2 im Team. Zum einen für Norris, zum anderen für Perez und natürlich auch für Sainz. Also sehr, sehr interessant. In der Konstrukteurs-WM sind wir am Ende trotzdem noch die Sieger gewesen. 26 Punkte dazu gewonnen, alle natürlich durch Norris. Williams 216 Punkte, Ferrari 127, Red Bull 121. Und wie ich es schon angekündigt habe, McLaren scheint sich auf dem Weg zur Nummer 4 aufzumachen und Mercedes und Alpine abzulösen. Also ganz, ganz starke Leistung von McLaren und unserem Ex-Fahrer Piastri natürlich auch. Und dementsprechend Hut ab. Wie geht's weiter? Wir wissen es nicht, aber es sieht ganz danach aus, als könnten wir tatsächlich in der dritten Saison mit Williams die KWM und die Fahrer-WM gewinnen. Ob es gelingt, sehen wir in den nächsten Ausgaben. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis heißt Slevin Stream Sport.